billige Autobahnstunde machen. Lernst ja nichts, wollen wir gar nichts. Immer nur, wenn es geht. Also es ist ja manchmal so, dass stockender Verkehr ist oder LKWs sich überholen. Dann kannst keine 120 fahren. Ja, das ist logisch. Ja, sagst du so. Ich habe schon Schüler in einer Prüfung gehabt. Da ist dann 120, da überholen sich zwei LKWs und der eine fängt dann an voll zu drängeln und will den LKW irgendwie da wegschieben, weil er sagt, ich muss 120 fahren. Oh. Genau, oh. Dann sitze ich auch hier und denke, oh. Wenn du rüber willst, sein. Komm ich darüber? Bist du schon drauf. Geil. Blinker aus. Was ist jetzt schon Energy gekommen? Wie spät ist das? 9 Uhr gekommen? Boah, wenn ich das gemacht hätte, ne? Dann wären wir auf jeden Fall nie mehr nach Hause gekommen. Ehrlich. Direkt nach dem Aufstehen, immer. Wenn ich das 3 Tage nicht mache, dann ist auch wieder gut. Aber dann die 3 Tage erstmal richtig scheiße. Echt? Ja. Das ist wie so ein Entzug dann, ne? Dann auch noch mit Zucker oder ohne Zucker? Mal mit, mal ohne. Meistens gucke ich, dass ich den ohne Zucker hole. Boah. Also ich trinke so Tee, ne? Dann komme ich klar. Beim Tee ist auch noch, wenn der Beutel zu lange drin ist, dann werde ich auch schon wieder aggro. Also muss ich echt immer warten, bis... 11, 12 Uhr, dann komme ich da klar. Oh, ich glaube, ich habe das angestellt. Das ist gut. Ich muss noch unterschreiben wegen gestern, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Sauber, ja. Autobahn, bist du, hast du schon mental dich drauf eingestellt? Oder? Ja, ich habe mir dein Video angeguckt. Welches? Mit dem, ich weiß den Namen nicht. Mit Apo? Ja, ich glaube ja. Aha. Das habe ich mir angeguckt. Und? Ja. War ganz cool. Ja, ist also ist nicht so wild, ne? Wichtig ist nur, dass... Ich glaube tatsächlich, Autobahn ist das Einfachste. Eigentlich schon, weil da fährst du ja nur geradeaus. Also du, ja. Da passiert ja nichts, du brauchst ja nicht... Also es gibt kein Stoppschild, kein Radfahrer, hoffentlich. Und kein, kein rechts vor links, kein... Da ist ja nichts. Also ja, nur eben. Eigentlich geradeaus, ne? Und um dich auch erstmal so zu akklimatisieren, damit du klarkommst auf der Bahn, bleiben wir erstmal auf der rechten Seite, bis du dich wohlfühlst. Und wenn du sagst, jo, alles klar, hab ich im Griff drin, warum? Also, okay. Peu à peu, Step by Step, und dann machen wir es schon. Ah, wir cool. Kriegen das schon hin. Genau, lass nicht lange labern, einfach einen Knopf drücken, zack. Ja, ich glaube, wir müssen erst, ja. Das Landeskriminalamt, das rückt an. Kriminalamt, alle rücken an. So, genau, angeschnallt sind wir, erster Gang noch, und dann... Ach ja. Und dann bin ich bereit. Oh, sorry. Nee, so ein bisschen. Ach klar. Schön langsam nur schleifen. Genau. Wenn du nicht sicher bist, drückst du einfach, ich guck mal wieder runter. Genau so. Ja, wirklich. Vorsicht, guck auf deine 30, bremst ein bisschen. Wir fahren wieder geradeaus, wieder raus. Kupplung drücken, Bremse. Langsamer, langsamer, langsamer. Nein, 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 nein. Erstmal bremsen. Roll weiter. Ich weiß nicht, wie. Okay, dann langsam halt. Nicht bei allen, nicht so fahren wie sie. Der ist jetzt komplett drüber rasiert. Schön umlenken, mehr lenken, Blinker. Auch noch. Ja, so. Genau. Weil du zu schnell warst, hast du keine Zeit gehabt. Ja. War schon Zeit vorbei, weil wir halt durch waren. Ne? Deswegen der erste Gang und so schnell die Kupplung. Beeil dich nicht, merkst du, wie schnell du dich... Okay, jetzt schnell weg hier. Ja, ehrlich. Du kommst nirgendwo weg. Ja. Das ist das Gleiche in der Prüfung. Man hat immer dieses Gefühl, ich muss mich beeilen, ich muss irgendwo hin. Aber es geht nirgendwo hin. Es geht darum, genau so zu sein, wie du jetzt bist. Guck mal, jetzt hast du dich so beeilt, schon wieder rot. Und versuch, ich weiß, wie scheidend schwer das ist, da abzuschalten. Denn du musst ja dem Prüfer einfach nur zeigen, dass du diese Bewegung und diese Beobachtung, dass du die drauf hast und das kontrollieren kannst. Der will ja nicht sehen, dass du in 45 Minuten von Punkt A, Punkt B erreicht hast und wir die Strecke in genau der Zeit geschafft haben. Das ist dem egal. Ja, ja, klar. Sondern der will nur sehen, wie kommst du durch den Kreisverkehr. Da kannst du dir Zeit nehmen. Mhm. Ruhig früher, zweiter Gang. Vorsichtig, wie fährt der hier lang? Okay. Keiner soll. Wagen machen, machen crazy Sachen. Ehrlich? Ja klar, langsamer, langsamer und rechts weiter. Genau, Schulterblick. Ja, stell dir mal vor, dein Kleiner hat sich hier über die Finger verbrannt. Ja,
rechts weiter nochmal blinken. Und du wartest zu Hause auf den Krankenwagen. Der so, ah, ich kann gerade nicht, ich stehe hier an der Ampel. Ich komme ein bisschen später. Die fahren über alles. Die fahren da rechts rum, links rum. Ja. Ist aber eigentlich richtig. Ja. Und deswegen. Und trotzdem wartet man manchmal viel zu lange auf die. Ja, aber du musst es trotzdem können schaffen. Können wir jetzt auch? Ja, klar. Mich hat das irritiert mit dem Pfeil. Du hast beides. Also manchmal ist die Ampel rot und dein Pfeil geht an. Jetzt musst du halt nur einen Schulterblick nochmal machen, wegen den, weil die Fußgängerampel auch grün ist. Ja. Weißt du? Ganz am Anfang mit diesem vorausschauenden Fahren. Okay. Hol mich weiter. Ein bisschen näher ran. Komm weg. Hier ein bisschen Gas. Direkt. Genau. Zweite. Ein paar Meter. Diese ganze Hektik kommt nur, weil du zu schnell bist, weil du selber merkst, oh. Okay. Ja. Und deswegen ja, ist wirklich. Bremst sofort runter und hol dir Zeit. Hast du die Zeit, kannst du alles wieder kontrollieren. Das ist praktisch die Lösung. Du musst halt gucken, die Gefahr erkennen, super.
Aber jetzt sofort gucken, wo ist die Lösung? Sofort scannen, wo kann ich hin, was kann ich machen? Auf Bremsen oder ausweichen oder was weiß ich. Genau. Jetzt merkst du, dass es bergab geht, ne? Ja. Bleib am Gas, ne? Auch wenn du mal 82, 83 fährst, ist kein Ding. Okay. Weil das auch die Umgebung so erfordert. Okay. Cool. Jetzt kannst du Vollgas geben, also bis zum Fußboden durchdrücken. Jetzt kommen wir nämlich nicht nach oben. Merkst du? Ich glaube nicht ganz. Probier mal. Passiert nichts, verspreche ich. Wisst ihr? Es geht, oder? Ja. Das ist ja auch der sechste Gang, das ist so. Ja, okay, das ist ganz entspannt. Wenn du dann merkst, oh, jetzt zieht er schon langsam ein bisschen mehr, dann nimmst du Gas wieder zurück. So, ich schlage vor, dass wir den nächsten LKW noch überholen. Danach checkst du einmal, was hinter dir abgeht. Und eventuell fahren wir dann rechts rüber. Ja. Eventuell. Sehr gut. Erstmal gucken, wo das ist. Dann habe ich schon gesehen. Dann blinken.
beobachte den. Siehst du, was der macht? Dann Seitenblick und rein. Genau, jetzt musst du nur noch Gas geben, damit das auch passt. Drauf. Ganz ehrlich, überleg mal jetzt, du knallst irgendwo rein oder irgendwie drauf, aber dafür hast du geblinkt. Wow. Ja. Also das bringt nichts. Ne? Wenn dich der Blinker wahnsinnig macht, lass den bringen. Reiß ihn ab, ist egal. Okay. So, wo fahren wir jetzt gleich hin? Keine Ahnung. Auf die Bahn. Das heißt, du musst blinken und beobachten, was da abgeht. Und am Gas bleiben. Blink richtig. Und beobachte. Wenn du rüber willst, Seiten kippen. Komm ich darüber? Geil. Blick aus. Weißt du, das ist so eine Absicherung, die kannst du und Gas geben. Genau, zieh näher, dass du wieder in den fünften Gang kannst. Ich guck nur durch. Rollen lassen. Man traut sich nicht so wirklich, wenn man den nicht wegrammen will. Ne? Ja. Aber bei der Frage hast du trotzdem schon so gemacht. Ruhig ein bisschen Gas. Langsamer werden. So. Ein bisschen Gas geben.
kannst du das mal sehen für dich selber, wenn dir dein Stresslevel zu hoch wird, später, wenn du auch alleine fährst, dich nervt das alles, fährst halt direkt zurück. Ja, gut. Lässt dir die Fahrt, tschüss, muss WDR4 andrehen. Alles gut. Ja, ich glaube, das wirklich gut. Ja, glaube ich auch nicht, aber nur für dich, dass du weißt, weil du gedacht hast, ey, Autobahn wird chillig. Ist es auch, wenn du hier drüber fährst. Und dann bist du hier und jetzt passiert gar nichts mehr. Ja. Jetzt können wir bis, keine Ahnung, A2, wo die ganze hingeht, aber wir fahren Richtung Düsseldorf und so, also das kommt nichts mehr. Der ist chillig. Der ist chillig. Selbst wenn mal welche einen Unfall hat, wie die oder so, oder irgendwas kaputt ist, das hat Gas, kurz weg, guckst du das an. Rüberwechsel ist nicht cool, ne? Da sind die anderen. Einfach so langsamer werden. Okay. Und jetzt sagst du, alles klar, hab ich drauf, dann schmeißt du einfach einen Blinker links wieder an. So wie der hinter dir. Ja, genau. Und Gas geben natürlich. Nämlich Blinker links und Gas wegnehmen, das klappt nicht. Bleib am Gas, hart am Gas. Seit 60 Minuten. Kannst du erstmal Luft holen. Ehrlich? So lange schon? Nee, fast. Also. Weißt du, was ich mir gedacht habe, was gut ist? Wir haben ja eigentlich immer nur Doppelstunden gemacht, ne? Ja. Und die Prüfung ist nur 45 Minuten. Ich glaube, es wird mir so kurz vorkommen, weil ich mit dir immer so lange im Auto saß. Ja, auch. Aber wir werden auch noch kurz vorm Ende auch noch eine Einzelstunde machen, weil wir diese Rechts-Vor-Links-Kiste noch trainieren, weißt du? Und dafür brauche ich keine Doppelstunde, weil wenn wir das eine Doppelstunde machen, dann platzt hier der Schädel, weil das ist nur Innenspiegel, Außenspiegel, Schulter, Blinker links, rechts, da ist erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, Vorsicht, Radfahrer, 30, 50. das geht, eine Stunde ist okay. Danach. Ja, okay. Genau. Schon ruhig schräg rum, weil da ist ja auch die Linie, siehst du die? Die ist halt für dich. Du kannst jetzt gleich schon mal dich auf die linke Spur einordnen und dann der Ampel links Spiegel gucken. Blinker. Und Blinker. Du bist ganz schön schnell. Merkst du das hier? Ja. Du ballerst hier ziemlich durch. Kannst du machen. Aber um da ruhig und sicher zu werden, musst du da bewusst langsamer werden. Nee, da ist die Ampel. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Und die Linie ist noch einen Meter vorne. Also musst du das so. Die oben ist halt für Lkw-Fahrer, die sehen die besser. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt kann ich ein Stück weiterfahren. Du kannst, ne, komplett weiterfahren, weil du einen grünen Pfeil hast. Ach so, ja klar. Do you remember? Stimmt.
Fall. Ich hab's schneller versucht, aber. Alles cool, alles cool. Und dritte Gang. Genau. Siehst du, mit dem dritten Gang kannst du diese Kurve hier chillig nehmen. Und du kannst Gas geben. Und es ist wichtig, dass du beide Kombis hast. Deine Ruhe. Ja. Aber das
dem bis zum Fußboden passiert gar nichts. Siehst du das? Okay. Aber du musst, wenn diese Manöver passieren, musst du am Gas bleiben. Weil du durch, bei diesen hohen Geschwindigkeiten, also jetzt kannst du wieder zurücknehmen, aber du, bei diesen hohen Geschwindigkeiten durch den starken Gegenwind verlierst du so schnell an Geschwindigkeit, wenn du Gas wegnimmst, dass einem das nicht bewusst wird. Man guckt da so ein bisschen in den Spiegel und denkt so, ja okay, jetzt könnte klappen, dabei ist der LKW schon dahin. Ein bisschen langsamer werden, weil wir Richtung Lünen und Dortmund weiterfahren. Siehst du, wo das ist? Ja. Gut, dann blinken, beobachten und locker rein, locker einfach rein. Ich bremse, nur rein. Ehrlich nicht? Nee, ich bremse. Okay. Gut. Lass den Blinker an, langsam ein bisschen bremsen, nur ein bisschen langsam. Genau. Siehst du, wo das ist? Langsam wechseln, nicht zu stark bremsen. Okay. So, wir fahren dann Richtung Dortmund weiter. Siehst du, wo das ist? Ja. Blinken. Gucken. Kupplung und bremsen. Jetzt kannst du bremsen. Okay. Und jetzt kannst du auch mehr bremsen, so dass du dich wohlfühlst. Hier steht sowieso die Schnelle. Ne? Sonnenreisen, sauber. Oh, krass, krass, ne? Wie schnell man einfach weg ist. Ja, und vor allen Dingen, dann denkst du so über eine Situation nach, okay, wie mache ich das mit der Kurve denn? Auf einmal vorne ist schon bzz, Error, alles abgestürzt, ne? Ja. So. Jetzt Gang rausnehmen. Ja, nimm Gang raus, die Handbremse kurz an. Jo, und dann quatschen wir kurz 2 Minuten über Autobahn und dann fahren wir gleich weiter. Okay. Weil sonst, dann kann ich das Video für Autobahn halt auch so schneiden, ne? Wie fandest du es? Krass. Es war anstrengender, als ich dachte. Plötzlich, das ist so viel und man merkt gar nicht, wie schnell die dann hinter einem sind. Und ich denke eh immer, dass die auf mich reinrasen. Ja, 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 das merkt man, ne? Man denkt so, boah, scheiße, jetzt, und dann ramme ich den weg oder so, ne? Ja. Also wir haben ja am Anfang sind wir erstmal locker drauf gefahren, dass du dich erstmal überhaupt an die Geschwindigkeit gewöhnen kannst, dass wir so gerade ausgefahren sind. Dann haben wir aber schon 2, 3 diese Überholmanöver und so, das ist schwer. Mhm. Mir ist wichtig, dass du A erstmal merkst, wenn du Ruhe haben willst, wo du die holst. Das braucht man, weißt du, du musst ja, wenn du Durst hast, musst du wissen, wo du Wasser kriegst. Und wenn du auf der Autobahn bist und du hast hier voll Paranoia und denkst, boah, alles ist schnell und scheiße, was mache ich? Musst du ja schnell wissen, du kannst ja keine Bremse machen. Naja, also musst klar. Du irgendwie irgendwas haben, wo du sagst, okay, da hole ich mir Ruhe. Und das ist rechts rüber. Wenn, das habe ich verstanden. So, ja, und wenn du dann da deine Ruhe hast und merkst, okay, cool, kriege ich hin, dann kannst du ja wieder in Ruhe überholen.
In der Prüfung nachher ist das so, die Prüfer wollen halt sehen, dass du die Geschwindigkeit fährst, die erlaubt ist. Okay. Das heißt, dass wenn da 120 ist, versuch 120 zu fahren. Okay. Wenn 130 ist, 130 oder wenn 80 ist, nur 80. Mhm. Aber immer nur, wenn es geht. Also es ist ja manchmal so, dass stockender Verkehr ist oder LKWs sich überholen. Dann kannst du keine 120 fahren. Ja, das ist logisch. Ja, sagst du so. Ich habe schon Schüler in einer Prüfung gehabt, da ist dann 120, da überholen sich zwei LKWs und der eine fängt dann an voll zu drängeln und will den LKW irgendwie da wegschieben, weil er sagt, ich muss 120 fahren. Oh. Genau, oh. Dann sitze ich auch hier und denke, oh. Also das muss dir klar sein, ne? Dass du, wenn es nicht geht, geht es nicht. Dann bleib cool. Ja, und ansonsten hast du das aber gut gemacht. Wir werden das jetzt nicht noch einmal so intensiv und so lange machen, wie wir das jetzt gemacht haben, sondern nur noch so kurze Parts trainieren. Das, was die... Ich habe nichts gemacht. Das macht ist gruselig. Ja, wegen der Klimaanlage. Ach so. Wir werden halt nur noch diese Parts trainieren, die auch oft in der Prüfung fahren. Also jetzt aber nicht mehr so lange bis Dortmund rein und Dortmund wieder zurück und Oberhausen und so. Okay. Sondern nur noch diese kurzen Parts, dass du das auf- und abfahren kriegst, hinkriegst und Überholmanöver. Also ich muss sagen, je länger man das macht, umso anstrengender finde ich es eigentlich. Ja? Ich fand jetzt so, weil das dann so viel auf einmal war und dann auch die Dauer, ne, jetzt gut, wir sind ja dann kurz auch mal wieder runtergefahren, das ging so. Aber wenn ich jetzt irgendwie 2 Stunden nur Autobahn, man unterschätzt ganz schnell die Geschwindigkeit. Ja, und die Konzentration. Ja. Übel ist halt, wenn du einen Führerschein hast und du denkst dir so nach einer Woche, alles klar, erstmal nach Holland ballern oder nach München oder so. Ja. Dann fährst du halt direkt 3-4 Stunden Autobahn und alle drehen in Holland durch und feiern und du bist so, oh, ich bin irgendwie voll müde. Ja, das ist halt, weil du halt voll in den Seil hängst, weil du so konzentriert bist, ne? Ja. Wenn du das 3-4 Jahre machst, dann ist das okay, ne? Aber am Anfang weißt du ja, wie viel Energie das zieht. Hammer. Gut, cool. Dann lassen wir uns das Fazit durchgehen und dann mache ich hier Cut. Und wir fahren weiter. Tschüss. Tschüss.